Aktuell haben wir ja Gott sei Dank den grünen Pass, aber in den nächsten Monaten laufen über 500.000 ab, obwohl sehr viele davon auch den dritten Boosterstich sozusagen haben. Wie finden Sie das prinzipiell, obwohl Menschen geimpft sind, dreifach geimpft sind und dann trotzdem solche Einschränkungen in Kauf nehmen müssen? Ja, ich finde das Management, also wie soll ich sagen, die Regierung scheint etwas überfordert. Die Personen, die dafür verantwortlich sind, scheinen mit den Aufgaben überfordert. Und selber finde ich, dass die Regulierungen oft sehr schlecht gemacht wurden, sehr spät gemacht wurden und auch sehr großzügig oder ohne viel Bedacht auf persönliche Freiheiten und Grundrechte umgegangen wurde. Das hat mir auch nicht gut gefallen. Ist ein bisschen lästig, gebe ich ehrlich zu. Also ich versuche natürlich auch für eben nicht nur für mich, sondern auch für andere testen oder sonstiges und das nervt dann schon nach einer Zeit ein bisschen. Ich finde schon langsam sollte man doch einen anderen Ausweg finden. Ob das jetzt eine neuliche Impfung ist oder sonstiges, ich weiß es nicht, ich bin kein Experte oder sonstiges, aber es nervt schon langsam schon sehr. Also ich war jetzt gerade 4 Wochen auf Reise, das heißt, da war es irrelevant. Jetzt muss ich wieder schauen, was aktuell ist. Es ist ein ziemlich krasser Unterschied, weil ich war jetzt gerade in Nicaragua und da ist, na, es gibt Corona, aber es wird nicht erwähnt, es ist nicht Teil vom Alltag. Und jetzt in Österreich schaut es wieder anders aus. Ja, warum sollst du jetzt schon eine Lösung treffen für das, was nicht weißt, was kommt? Also das sind unsere Gedulden. Die haben sich nicht erwarten können, dass es geimpft wird. Und jetzt müssen sie halt warten, bis geimpft werden. Ne? Es ist nämlich so, sehr viele Experten sind sich ja noch uneins, ob es im Herbst dann einen sogenannten vierten Stich noch geben sollte. Das ist jetzt noch weiter offen. Diese Ungewissheit, beschäftigt Sie das selber auch so, was im Herbst kommt? Oder sagen Sie, so wie es jetzt ist, so ist es und ich nehme es dann so hin, wie es dann halt ist von seitens der Regierung? Also ich glaube, es ist wenig relevant, sich jetzt den Herbst anzuschauen, weil das weiß niemand, wie Sie gesagt haben, auch nicht die Expertinnen und Experten. Also warum jetzt den Kopf zu brechen, wenn es weder die Regierung noch sonst jemand so genau weiß? Mehr kann ich aktuell nicht machen. Also ich bin dreimal geimpft. Es passt ja für mich, nur regelmäßig testen. Oder bis jetzt habe ich regelmäßig getestet, einmal in der Woche. Das werde ich auch weiterhin machen. Ich habe meine Masken immer mit. Wie gesagt, ich nehme stark an, dass es wie dieses Jahr leider noch so weitergeht. Aber irgendwie für nächstes Jahr hoffe ich dann schon langsam, dass ein bisschen Ausweg gefunden wird. Nein. Also ich weiß ja, dass sich jetzt die Europäische Kommission dieser Sache annimmt, europaweit, für wen der vierte Stich empfohlen wird. Die agieren ein bisschen besser als die österreichische Regierung. Und ich hatte den letzten Stich Ende November. Ich bin jetzt 63 und man kann sich den vierten Stich dann ja auch privat besorgen. Man muss dann ja nicht auf die Regierung warten, weil bis die ihren Akt zusammen haben, darauf, aber wenn das mal ausnahmsweise klappt, wäre es schön und sonst versorge ich mich selber.